Radio SAW. Angie fast allein zu Hause. Jetzt erst recht. Ja, auch im Frühstück schaffe ich locker. Du, ich habe gelesen, dass die Bundesländer jetzt planen, neben der Hotspot-Regelung zusätzlich eine sogenannte Pop-Up-Hotspot-Regelung einzuführen. Wie diese Pop-Up-Stores, weißt du? Na, die sind doch auch alle plötzlich da und dann ganz schnell wieder weg und dann wieder woanders. Wahrscheinlich machen die das, um alle noch mehr zu verwirren. Das gefällt mir, du. Achso, und dann habe ich noch in der Closer to Death gelesen, dass Boris Becker vor einem Londoner Gericht ausgesagt hat, dass er seine Rechnungen noch nie selber bezahlt hat. Oh. Ja, ich komm ja. Du, ich versuch's jetzt auch nicht, mein Achim. Enten füttern im Park. Ach, und wenn Boris anruft, dann schreib mir mal die Adresse von dem Typen auf, der seine Rechnung immer bezahlt hat, ja? Sorry. Ach, der Herr Lauterbach. Guten Morgen, Frau, Ex-Bundeskanzlerin. Sagen Sie, haben Sie mich im Fernsehen gesehen? Oh, natürlich, Karl. Wenn ich den anmache, sehe ich immer nur dich. Ja, also ich weiß, so mancher hält mich ja auch für die einzige Plage, die nur aus einem Individuum besteht. Aber also dieses Mal war es eine Reportage über mich und mein Leben, gedreht von einem Spiegelreporter. Sie können dort unter anderem also sehen, wie ich mit Günther Wallraff Tischtennis spiele. Oha, Karl, das klingt auch nach einem echten Blockbuster, du. Oder soll ich bei dir eher Blockbuster sagen? Angie fast allein zu Hause. Die besten Comedies für euch. Nur auf Radio SAW. Superhits fürs SAW-Land.